Oh ja, Mohammeds reicher Freund hat uns auch verlassen. Er ist nur ein Mann. Nein, er ist der erste Funke einer Flamme, die ausgelöscht werden muss. Ja. Wenn Mohammeds Predigten beliebter werden und die Götter abgeschafft werden, dann wird es keine Pilger mehr geben. Und ohne Pilger sind wir aufgeschmissen. Der Gesandte Gottes hat das Warnsignal ausrufen lassen. Was? Wird Mekka angegriffen? Ich weiß es nicht. Komm schon. Sumeyye, komm schnell zur Kaaba. Ja, ja, Sir, komm schnell. Was ist los? Ich weiß es nicht. Hoch mit dir. Siehst du den Gesandten Gottes, oder? Dort! Er wird gleich etwas sagen. Und dann sagte der Prophet, Friede und Segen sei auf ihm. O Bewohner Mekkas, wenn ich euch sagen würde, dass hinter den Bergen Mekkas eine Armee kommt, um zu kämpfen, würdet ihr mir glauben? Wir würden dir alles glauben, Mohammed. Du hast immer die Wahrheit gesagt. Und so fuhr er fort. O Bewohner Mekkas, ich bitte euch inständig, vergesst eure Götter und betet zum einen wahren Gott. Rettet euch vom Höllenfeuer, denn ich kann Gottes Strafe nicht aufhalten. Ich bin nur wie der, der den Gegner kommen sieht und zu seinem Volk geht, um es vor der herannahenden Gefahr zu warnen. Und dein Neffe hält uns zum Narren. Halt ihn auf, Abu Talib. Schande über dich, Mohammed. Hast du uns deshalb hier versammeln lassen? Ist es nicht wunderschön? Glaubst du diesen Mann? Oh ja, jedes Wort. Er verlässt den Hügel. Lass uns ihm folgen. Wie kannst du Mekka nur so betrügen? Sind unsere Götter nicht gut genug für dich? Wir werden dich beschützen, Gesandter Gottes. Wie wagt ihr nur, die Götter zu beleidigen, Prophet? Ja? Verhaken wir unsere Armee. Sie dürfen dem Propheten nichts antun. Lass sie nicht durch. Das kannst du nicht machen, Bilal. Wenn der Prophet nicht mehr im Geheimen predigt, dann werde ich auch nicht mehr im Geheimen folgen. Was geschieht hier? Nein, sag's mir nicht. Mein Sklave ist Muslim geworden. Dir gehört vielleicht mein Körper. Aber meine Seele? Lass mich raten. Du meinst, deine Seele sei frei, nicht wahr? Nein, meine Seele ist auch ein Sklave. Aber nicht deiner, sondern Gottes. Das stimmt nicht, Bilal. Es gehört alles mir. Alles, was du bist. Alles, was du denkst. Alles! Sag es. Verleugne Mohammeds Worte und sag, dass mir deine Seele gehört. Sag es, Bilal! Sag es! Es gibt nur einen Gott. Mohammed ist sein Prophet. Mal sehen, was du unter Peitschenhieben sagen wirst. Verleugne Mohammeds Worte! Mein Gott! Gott. Sag, dass mir deine Seele gehört. Ich nehme den Stein weg. Sag es. Mein Gott. Sag es! Umayyah, ich komme im Auftrag Abu Bakrs. Er will dir diesen Mann abkaufen. Wie viel willst du? Na gut. 10 Goldstücke. Du denkst, du hast hiermit was gewonnen? Richte Abu Bakr aus, dass ich 3 Goldstücke für diese wertlose Seele genommen hätte.
Er hätte 100 gezahlt. Trotz der körperlichen Züchtigung predigt Mohammed weiter und veranlasst unsere Pilger zu konvertieren. Wie macht er das? Die Antwort ist einfach. Es liegt im Koran. Was? Seine sogenannten Offenbarungen? Das ist nichts weiter als dummes Geplapper. Bei allem Respekt, Abu Jahl. Mohammeds Offenbarungen sind weder dumm noch Geplapper. Sie sind kraftvoll, einfach, nicht von dieser Welt. Zauber? Ist die einzigste plausible Erklärung. Dann müssen wir ihn davon abhalten, seine magische Poesie gegen uns zu verwenden. Abu Talib, wir haben den größten Respekt vor dir. Aber wir haben dich immer wieder gefragt, den Predigten deines Neffens ein Ende zu setzen und du hast nichts unternommen. Er bringt den Frieden Mekkas in Gefahr. Vor ein paar Jahren hat er den Frieden nach Mekka gebracht. Du hast seine Weisheit gepriesen, Abu Jahl. Erinnerst du dich daran, als die Kaaba gebaut wurde? Wir hätten einander fast umgebracht, für das Recht, den schwarzen Stein zu setzen. Aber Mohammed kam und... Die Sache ist diese... Abu Jahl! Halt ihn auf, bevor es jemand anderes tut. Hinfort! Kümmere dich um die Kämpfe zwischen dem Quraysh. Hinfort! Du musst mich verstehen, Abu Talib. Es wird immer schwieriger, den Frieden zu wahren. Bitte, sprich mit deinem Neffen. Für den Frieden Mekkas werde ich mit ihm sprechen. Mohammed, schließ die Tür und komm rein. Setz dich bitte. Sohn meines Bruders, der Quraysh fordern, dass du mit dem Predigen aufhörst. Wenn nicht, befürchte ich, dass ich dich nicht mehr beschützen kann. Ich bin ein alter Mann, Mohammed. Und ich kann diese Leute nicht bekämpfen. Meine eigenen Nachbarn, meinen eigenen Stamm. Leute, die wir unser Leben lang kennen. Ist das, was du predigst, so wichtig, dass du und ich dafür sterben müssen? Dass es Blutvergießen in dieser Stadt geben muss? Für den Frieden Mekkas, höre auf zu predigen. Das machte Mohammed, Frieden und Segen sei auf ihn, sehr traurig. Dann sagte er, wenn sie mir die Sonne in meine rechte und den Mond in meine linke Hand geben würden, würde ich nicht aufhören. Ich werde weitermachen, bis entweder das Wort Gottes steigt oder ich dabei umkomme. Mohammed, sage und tue, was du willst. Dein Onkel wird dich nie im Stich lassen. Weder jetzt, noch so lange ich lebe. Ich sage, wir sind Mohammeds Familie. Und wir sollten ihm beistehen und ihn beschützen und komme, was wolle. Warum? Warum sollen wir die Feinde Mekkas werden? Für einen Mann? Weil er unser Neffe ist. Und weil er nichts verbrochen hat. Ach, der große Hamza spricht. Gut, dass du dein Schwert bei dir trägst, denn Mohammed wird dich dazu zwingen, es zu benutzen. Ich werde nicht für ihn sterben, nur weil er meint, einen Engel gesehen zu haben. Mohammed predigt weiter, trotz allem, was wir ihm und seinen Anhängern antun. Bitte, haltet ihn auf, bevor er uns alles ruiniert. Er kommt. Er betet. Ungläubiger! Ich lasse dich nicht auf den Boden der Götter! Komm her! Wie kannst du es wagen, wegzugehen?
Hase, du bist zurück. Was ist los? Abu Jahl hat deinen Neffen ihm aufs Schlimmste beleidigt vor der ganzen Stadt. Was hat mein Neffe getan? Nichts. Er ist einfach weggegangen. Haha, er hat versucht, hier zu beten heute Morgen, aber ich habe ihn fortgejagt. Tam! Wenn du mit jemandem kämpfen willst, dann kämpfe mit mir, du Feigling. Wie kannst du es wagen, Mohammed zu beleidigen, wenn ich seiner Religion angehöre? Nein. Ich wusste nicht, dass du Mohammed angehörst. Jetzt schon. Was du tun musst. Ich weiß, dass das, was du sagst, die Wahrheit ist, Neffe. Ich habe es mit jedem Wort gespürt. Deshalb kann ich dies sagen. Es gibt keinen Gott außer Allah. Und du bist sein Prophet. Bestraft sie! Hier lang! Und bringt ihr sie! Los! Hört auf! Lasst sie los! Wo ist mein Mann? Das ist egal. Verleugne Mohammed und gestehe, dass die Götter wahr sind oder sterbe. Mach schon! Nein! Nein! Mach schon! Sag es, Mutter! Sag, was sie hören wollen! Hör auf deinen Sohn, Sumaya. Sei ehrlich, Jamar. Würdest du Gott und seinen Propheten verleugnen, nur um zu leben? Ich auch nicht. Es gibt nur einen Gott. Mohammed ist sein Prophet. Wenn das so ist, dann sollen das dann die letzten Worte sein. Arme Sumaya. Arme Yasser. Gott sei Dank lebt Ammar. Wo ist er? Der Prophet tut alles in seiner Macht Stehende, um ihn zu trösten. Aber er hat Angst um unser Leben. Er sagt, dass die können, nach Abyssinien gehen sollen. Abyssinien? Es wird von einem christlichen König regiert, einem gutherzigen Mann, der uns vielleicht dort leben lässt. Ich soll die Gruppe leiten und brauche ein paar starke Männer dazu. Geh, Malik. Wir werden in Ordnung sein. Wir müssen weitergehen. Wir müssen weit weg sein, wenn sie sehen, dass wir vor sind. Die könnten mittlerweile in Abyssinien sein. Beauftrage Khalid und seine Männer, sie zu verfolgen. Sie müssen zurückgebracht und bestraft werden, damit alle wissen, dass Rebellion in Mekka nicht geduldet wird. Halskette. Sie ist dein. Segne mich nun für meine Großzügigkeit. Sieh an, gute Arbeit. Kennst doch den König Abyssiniens, oder? Ja, sogar ziemlich gut. Gut, dies ist für ihn.